Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei The Binding of Isaac. Man merkt vielleicht immer noch so ein bisschen die Nachwirkungen meines Schnupfens. Also wenn ich mich ein kleines bisschen verschnupft anhöre, irgendwie nasal spreche oder ein bisschen schniefe, dann tut mir das leid. Aber ich habe es leider durch meinen etwas hartnäckigen Schnupfen am Wochenende nicht geschafft, genug aufzunehmen. Ich hatte im Prinzip am Sonntag überhaupt keine Stimme mehr, beziehungsweise keine, die man irgendwie mehr hätte präsentieren können. Jetzt geht das wieder halbwegs. Deshalb werde ich mich jetzt gleich nochmal an die Challenge Nummer 10 stürzen, an die Challenge machen, besser gesagt. Und wir schauen einfach mal, ob es jetzt endlich in Take Nummer, ich glaube 5 ist es inzwischen, ob das diesmal was wird. Und dann glaube ich, habe ich auch genug Folgen für die ganze Woche. Das heißt, ich habe ein bisschen was im Voraus aufgenommen, damit wir nicht wieder in solche Engpässe kommen wie beim letzten Mal. Also, einfach mal bitte Challenges und Nummer 10, der Purist, Take Nummer 5. Schauen wir doch mal, ob das diesmal endlich was wird. Also, dieses Mal ist es auch nicht ganz so lange wieder her, dass ich gespielt habe. Springen wir das einmal in die Luft und da ist nichts drin. Das ist ein bisschen traurig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Fiese Spinnen springen hier einfach so direkt in meinen sehr eingekesselten Startpunkt für diesen Autsch-Raum. Verdammt, ist die Spinne gerade explodiert oder was? Das sah irgendwie so aus. Mal gucken, was hier drin ist. Der Lucky Toe, den nehme ich doch glatt. Klar. Lucky Toe, bevor wir gar kein Trinket haben, immer her damit. Gibt, glaube ich, keine negativen Sachen. Na komm, ich möchte die Spinne gerne da durch erwischen. Geht doch. Und da haben wir ein Herz. Das Herz ist schon mal schön. Nee, erstmal noch nicht. Aber ich habe nur ein halbes Herz verloren. Das heißt, ich möchte das noch nicht direkt dafür ausgeben. Und hier möchte ich auch eigentlich nicht die Bombe für. Aber der Geheimraum könnte noch irgendwo. Nein, ich lasse es erstmal. Vielleicht finden wir irgendwo noch genug Bomben, dass sich das vielleicht lohnt, aber jetzt gerade aktuell, nee, muss nicht sein. Nö. Nein, shit, ich dachte, die kommen aber schnell da raus, Hilfe. Komm, geh sterben, bitte. Erstmal alle, genau, und jetzt kann er nichts mehr tun. Und wir kriegen sogar noch eine Münze dafür. Das ist schön. Erstmal hier runter gucken. Da haben wir noch mehr Spinnen. Und da ist auch tatsächlich ein blauer Stein. Den möchte ich eigentlich ganz ehrlich in die Luft sprengen, wenn das bitte geht. Jetzt überlege ich gerade. Der Geheimraum ist eigentlich auch relativ sicher. Aber ich glaube, der blaue Stein ist mir wichtiger als der Geheimraum. Da ist leider nur ein Schlüssel drin. Okay, es war also dämlich eigentlich. Gehen wir erstmal hier rein. Und da ist Pin drin. Und es ist schon wieder so ein hässlicher Champion-Pin. Oh Mann. Immer dieser nervige Champion-Pin. Dann hat er noch mehr Leben. Das ist auf dem ersten Stockwerk sowieso schon immer schlimm. Okay, es war der Champion-Pin. Es gibt ja unterschiedliche davon. Das ist der, der in alle Richtungen schießt, okay? Oder war das der, den ich. Das ist, glaube ich, der, den ich meistens habe, ne? Ich habe, glaube ich, mehr diesen komischen Champion als den normalen. Was ein bisschen traurig ist, weil der normale eigentlich einfacher ist. Zumal er halt nicht so viel aushält. Da muss man ja ewig drauf schießen, bis der irgendwann stirbt. Hälfte haben wir. Die Hälfte haben wir geschafft. Komm. Stirb. Okay, das war knapp. Aber er hat uns nicht getroffen. Ich möchte möglichst wenig getroffen werden. Das heißt nämlich dann, dass wir in den Opferraum nochmal rein können. Unter Umständen. Und vielleicht da noch ein kleines bisschen was rausholen. Das mache ich ja sonst eher selten. Aus irgendeinem Grund, den ich gar nicht nachvollziehen kann. Wenn doch irgendwo im Stockwerk Herzen sind, dann hat man doch die Möglichkeit, auch noch in den Opferraum zu gehen und quasi mit null wieder rauszukommen, ohne irgendwas zu verschenken zumindest. Sagen wir es mal so. Komm, gleich ist er tot. Los! Stirb, Pin, stirb! Geht doch. Und da kommt sogar ein halbes Herz raus und wir kriegen noch ein HP ab. Okay. Das, denke ich, lohnt sich jetzt dann auch, um nach oben in den Opferraum mal reinzukommen. Vielleicht kriegen wir noch eine Bombe, das wäre super. Denn mit einer Bombe könnten wir uns dann noch den Geheimraum angucken. Das wäre doch richtig schön, eigentlich. Okay. Zack, ich kann theoretisch dreimal. Ich habe drei Herzen noch, ja. Hallo? Das gibt's doch nicht. Gib mir irgendwas, das ist eine Frechheit. Ich glaube, wir benutzen den so selten. Ich erkläre das vielleicht nochmal kurz. Der Raum soll einem eigentlich was geben. Dann läuft man auf die Stacheln und dann spawnt da eine Kiste, theoretisch. Aber in diesem Fall dreimal was geopfert und nichts dafür bekommen. Ist natürlich schon echt hart. Also das fand ich auch nicht in Ordnung jetzt. Naja gut, okay. Also geht's weiter nach unten. Kein gutes Stockwerk.
finde ich. Wir haben nicht wirklich irgendwas gewonnen, also zumindest nicht so richtig. Man könnte natürlich sagen, wir haben ein Herz gewonnen, also ein HP ab. Ja, man könnte es nicht so sagen, wir haben es gewonnen, aber dafür sonst nichts. Und das ist so lala, finde ich. Wir haben dafür noch eine Bombe ausgegeben für einen Schlüssel, was auch irgendwie eher unnötig ist. Gut, dass ich die schon angegriffen hatte und irgendwann mal getroffen hatte, sonst hätte die mich noch erwischt. Okay, eine Bombe. Das ist schön, gerne mehr Bomben. Mehr Bomben sind immer schön. Da ist eine Spinne direkt im Feuer verreckt. Armes Spinne. So, komm. Spüre. Und da gibt es nochmal ein halbes Herz. Zwei halbe Herzen haben wir schon. Immer dran denken, dass hier noch ein Kram umliegt, den wir uns später noch holen können. Ich vergesse es zu gerne und deswegen, das sollte ich. Vielleicht sollte ich erstmal den Knubbel hier töten, damit es keine neuen Spinnen gibt. Und dann können wir da oben das Fleisch angehen, das quasi der zweitschlimmste Gegner hier ist. Wobei, nein, eigentlich ist die Spinne der zweitschlimmste Gegner. Zumindest für mich ist er das. So, hat aber wunderbar funktioniert. Und dann gibt es noch zwei Bomben für. Das ist natürlich echt gut. Und das ist jetzt nicht gut. Ich würde vielleicht gerne versuchen. Ja, komm. Nein, schade. Ah, Mist. Eine haben wir nur erwischt. Ich dachte, wir erwischen vielleicht mehr. Das wäre natürlich schöner gewesen. Aber gut, immerhin eine haben wir erwischt. Ich wollte sowieso da aufsprengen. Deswegen habe ich gedacht, das können wir ja direkt mal so machen. Komm. Oh, okay, hat funktioniert. Oh, und da gibt es sogar noch eine zweite Kiste für, das ist doch schön. Zack, zack, und ganz viele Bomben kommen da raus. Das mag mir doch gefallen. Wie wäre es, wenn wir das jetzt mal so machen? Dann kommen wir auch noch an das halbe Herz dran. Und da ist tatsächlich auch der Geheimraum. Es lohnt sich also nicht so richtig. Was hast du für einen Geheimraum? Drei Münzen. Oh Mann. Da habe ich mir mehr erhofft. Aber der Shop immerhin, der lohnt sich dann auch gleich noch. Erstmal erkunde ich noch ein bisschen weiter. Mal schauen. Ah, wir haben ja einen Schlüssel. Das heißt, einmal können wir in den Shop reingehen. Und dann müssen wir hoffen, dass auch noch was Ordentliches drin ist. Sowas wie die Habit wäre in Ordnung. Da kann man immer sehr gute Kombinationen mitmachen. Oder was gibt es denn sonst noch im Shop? Schön. Eine Leiter wäre auch in Ordnung. Ich denke, damit kann ich auch erstmal leben. Was gibt es sonst noch Schönes im Shop? Da bin ich schon wieder fast ein kleines bisschen überfragt. Müssen wir mal gucken. Die Pillenbuchse, weiß ich nicht, ob ich die so toll finde. Gehen wir jetzt mal hier rein und oh, Mom's Knife. Oh, das ist ziemlich gut. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ich glaube, wir sind jetzt zum einen langsamer, haben keine Tränen mehr, sondern dieses Messer. Das Messer, je länger man das auflädt, desto weiter fliegt es. Das ist bis zu halt einer gewissen Range. Das ist so ein bisschen, ja, so ungefähr. Und es macht halt Schaden, solange es im Gegner ist. Das heißt, wenn ich da jetzt einmal so flupp in den Gegner rein und das quer durch den Gegner durchfliegt, dann macht das richtig viel Schaden. Zum Beispiel bei Larry. Ich glaube, den tötet das direkt. Und ich glaube, man hat jetzt auch, nein, das steht hier nicht so. Aber der Schaden von dem Ding ist, glaube ich, grundsätzlich auch ziemlich hoch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt wäre natürlich, und es macht auch Schaden, während ich hier so stehe. Das heißt, ich kann das so umdrehen. Und wenn mich dann einer anrempelt, so eine Fliege oder so, dann stirbt die eigentlich auch direkt. Sehr schönes Item insgesamt. Also, kann man nicht meckern. Jetzt haben wir da für ein zweites Trinket. Ja, komm, ich nehme die Purse auch noch mit. Jetzt sehe ich, ich wollte gerade sagen, jetzt sehe ich sehr cool aus mit dem Dress und der Purse, aber jetzt habe ich nur noch die Purse. Okay. Schauen wir mal, was für einen Boss wir haben. Widow, die sollte damit eigentlich ziemlich schnell gehen, wenn ich den treffen würde. Ja, aber auf jeden Fall machen mir die Spinnen nicht mehr viel. Zack, man sieht das hier, der Schaden ist schon ziemlich hoch. Und wenn man das richtig anstellt, dann kann man die auch einfach so pieksen zum Beispiel. Oder so. Flup, oder so. Ja, Vorsicht, nicht da rein. Oh, das Pentagramm. Das gibt auch mal ein bisschen Schaden dazu. Ich weiß nicht, gar nicht, ob der Schaden von dem Knife noch erhöht werden kann. Ich glaube schon, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Naja, gut. Und ich weiß nicht, wie das Knife bei Isaac funktioniert. Wenn ich mich natürlich gleich nachher, ist auch schön, quasi nur in Isaac reinstellen muss, dann wäre das natürlich auch richtig heftig. Ich habe das Knife aber noch nie gesehen bei Isaac. Wie sich das auswirkt. Two of Clubs ist auch nicht schlecht. Peaks. 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 Und Peaks. So, was haben wir hier noch? Nochmal Two of Clubs. Ja komm, eine kann ich davon schon mal benutzen. Das ist doch wunderschön. Und bei der anderen, ja, warte ich erstmal noch. Böse Fliege. Peaks, Peaks, Peaks. Und da auch nochmal. Das ist natürlich jetzt blöd, mit dem Knife hier rüber zu kommen. Aber man sieht schon, es geht auch durch Steine und sowas durch. Das heißt,
kann mich da auch ein kleines bisschen mit schützen. Also mit so Steinen und sowas. Aua, ey. Mistfliege. Pieks. Okay, hier könnte der Geheimraum sein. Und, ach komm. Ich benutze jetzt mal die auf Klaps. Du auf Klaps. Haben wir 24 Bomben hatten wir. Jetzt haben wir nicht mehr so viele. Aber das denke ich, lohnt sich schon. Das sind eine große Menge Bomben. Und die müssen wir auch erstmal verbraten. Damit sich das dann noch mehr gelohnt hätte. Beziehungsweise wir müssen noch mehr kriegen, damit sich das überhaupt gelohnt hätte. Oh, 24. Da haben wir sie wieder. Nix gibt's. Pieks. 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 Autsch, hey. So aber nicht, ne? So haben wir aber nicht gewettet. Mistviecher. Das ist natürlich jetzt schade, dass die Folge wieder Herausforderung 10 Take Hasse nicht gesehen heißen wird. Ich habe ja nie Namen dafür. Oh, der schießt schneller, als ich pieksen kann. Zumindest, als ich richtig pieksen kann. Dass die Folgen jetzt keinen so richtigen Namen haben, denn das wäre natürlich jetzt der Name. Pieks. Aber leider, ich bleib da lieber bei den gewohnten Namen, die wir schon haben. Zack. Pieks. Ich möchte gerne... Ja, ja, doch, gib her. Gib mir diese Kiste. Ich hätte gerne... Och, komm. Der Liberty, Liberty Cap. Wir können ja zwei Trinkets tragen, ist also kein Problem. Nehmen wir gerne mit. Boots sind natürlich ein bisschen nervig. Also Gegner, die man nicht direkt pieksen kann, können ein bisschen nervig sein, weil man halt mit dem Knife relativ wenig Reichweite hat. Beziehungsweise es ewig dauert, das aufzuladen, dass man genug Reichweite hat. Jetzt fehlt mir ein halbes Herz, das ist blöd. Ich möchte nämlich eigentlich ganz gerne in den Challenge-Raum. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip den Boss schaffen und dabei keinen Schaden nehmen. Wo ist eigentlich der Geheimraum? Moment. Der war nicht hier unten, sondern muss ja doch theoretisch hier sein, ne? Tatsächlich. Vielleicht haben wir, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir hier noch irgendwie. Nein, aber haben wir nicht. Schade. Sprengen wir das in die Luft. Gibt es noch einen Haufen Münzen für. Und einen Schlüssel und unsere Bombe wieder. Zumindest eine davon. Okay. Jetzt lohnt sich fast schon wieder der Shop. Aber, na, nee. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Die Liberty Cap, da war ich gerade ganz, ganz klein. Gucken wir hier mal rein. Pestilence. Der ist natürlich auch richtig böse, ohne Schaden zu nehmen mit dem Messer, weil er dann immer anfängt, hier rumzukotzen. Und so auf der anderen Seite hält er natürlich nicht viel Messer aus. Zack. Oh, crap. Oh, crap. Da ist die... Der muss mir jetzt eineinhalb Herzen... Nein. Verdammt. Jetzt komme ich nicht in den Challenge-Raum. Die Frage ist, ob vielleicht... da unten noch ein Herz drin ist, das ich mir kaufen könnte, um dann in den Challenge-Raum zu kommen. Auf der anderen Seite, ich lasse das lieber. Im Challenge-Raum muss nichts Gutes drin sein. Es kann, aber muss nicht. Jetzt gucke ich gerade noch mal ganz kurz, ob irgendwo, aber... nee, der Geheimraum, der ist auch nicht so einfach zu finden. Ich lasse es lieber. Ich gehe weiter nach unten. Ohne Challenge-Raum, ohne Shop ist vielleicht eine bessere Idee. Dann gucken wir hier noch mal durch. Nächstes Stockwerk, die Arkade, das ist schon mal nicht schlecht. Der Shop ist auch eigentlich ganz gut. Ich spreng dieses Ding mal in die Luft. Ein blaues Herz. Blaue Herzen sieht man doch immer gerne. Und auch die Münzen sehe ich gerne. Da gehe ich doch direkt mal in den Shop rein und gucke, was hier so ist. Der Steam Sale lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr so richtig. Nee, ich lasse es lieber. Wir sind ein bisschen tief für den Steam Sale. Zack. Aua, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie das bei denen funktioniert, ob ich die tatsächlich totpieksen kann, aber es scheint nicht so richtig zu funktionieren. Die Dinger kann man so richtig schön totpieksen. Pieks. Ich mag das Messer. Ich spiele das erste Mal mit dem Messer. Muss man vielleicht dazu sagen, so richtig erfahren bin ich darin nicht. Aber, oh, ouch, ich kannte das Item halt. Ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Voraussetzung, um damit dann einen Isaac Run zu schaffen. Also einen Run, in dem ich Isaac töten muss. Sprich in die, oh Gott, in die Kathedrale. Warum hat er da jetzt eine Bombe hingelegt? Ich habe das überhaupt nicht gedrückt, verdammt. Oh Gott. Krieg ich, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Psst. Nicht, schade, verdammt. Komm nochmal, oh, beide erwischt. Haha, da auch nochmal. Völlig problemlos. Dann gehen wir hier nochmal durch die Häufchen durch. Und hier oben könnte der Geheimraum sein. Nein, da müsste er fast auf der anderen Seite sein, aber ich gehe erstmal weiter.
Oh, Crap, ich wusste, dass das passiert. Das war nicht so schön. Aber hier, den piekse ich auch nochmal. Und dann gibt es noch zumindest ein halbes Herz. Upp. Nee, es geht so nicht. Na gut, dann nicht. Dann muss ich das wohl doch ordentlich machen. Pieks. Und pieks. Und, na komm. Na, er will nicht weit genug. Geht noch. So, dann mache ich das hier vielleicht mal ordentlich. Also, ouch. Okay, ich bin das Messer, man sieht das jetzt auch. Ich bin das Messer einfach nicht gewohnt. Ich spiele damit nie und deswegen kann ich damit schlecht umgehen. Oh Gott, fliegen. Weil die ja eigentlich kein Problem sein sollten. Psst, so. Sag ich schon, psst, pieks, muss ich sagen. Pieks, pieks, pieks. Nicht die schon wieder. Aber es sind wenigstens alles die langsamen. Nein. Zip. Und flupp. Und hier nochmal flupp. Oder auch pieks. Hier könnte theoretisch der Geheimraum sein. Hier gibt es viele Möglichkeiten gerade. Und hier ist er sogar. Mit immerhin 6 Münzen. Ich glaube, die Arkade lohnt sich schon mal auf jeden Fall. So. Da können wir also noch reingehen und zumindest um Herzen spielen. Wenn wir überhaupt noch so weit kommen. Ist ja immer so die Sache. Das Ding möchte ich mal bitte in die Luft jagen. Rums, da kommen auf jeden Fall schon mal Herzen raus. Super. Hat sich gelohnt, die Bombe dafür auszugeben. Denke ich. Na, Mist, Dinger. Komm, Mist. So. Und hier auch nochmal. Nee, Mist, hat nicht geklappt. Pieks. Und Pieks. Und jetzt hängst du in der Ecke drin. Haha. Pieks. Ja, genau. Und dann zeigt er mir da so einen Schlüssel. Ich gehe erst den Boss machen. Es ist Chubb. Chubb. Mag Chubb nicht. Mag Chubb, ouch, noch weniger mit dem Messer, denn das Messer hat so wenig Reichweite. Hilfe. Weil natürlich das Messer Chubb ziemlich schnell tötet, wenn man ihn denn mal damit trifft. So, und da auch nochmal, zack, und dann gibt es nochmal Dogfood, das heißt nochmal ein bisschen Leben mehr. Und ich glaube, mit dem Messer haben wir auch so viel Schaden, dass das tatsächlich sehr, sehr praktisch ist, jetzt ein bisschen auf Leben zu gehen. Also wie gesagt, das Messer ist schon ein ziemlich starkes Item eigentlich. Wobei das natürlich gegen solche Gegner nicht so geil ist. Oh, die kommen aber einfach raus. Wenn ich das Messer in sie reinhalte, kommen sie trotzdem einfach an. Autsch, leider passiert dann sowas. Und das ist bei so einem Raum tatsächlich nicht so einfach, die da ordentlich zu erwischen. Schade. Die Liberty Cap macht mich klein und deswegen zu schnell für die Stacheln. Wäre ich fast noch in die Stacheln gelaufen. So, einmal tot. Oh. Einmal tot. Und da gibt es ein Herz. Das ist aber schön. Und dann gehe ich hier unten natürlich auch noch rein. Was haben wir hier? 2 Trollbomben. Und tschüss. Okay, dann bitte noch die Arkade. Was haben wir denn hier? Ja, ich glaube, ich möchte gerne mit dir um Skatole spielen. Oder um Herzen. Herzen nehme ich auch. Nein, Herzen sollst du mir geben. Ja, von mir aus auch Bomben. Bomben sind schon ganz... Nein, das ist eine Fliege. Das ist kein Herz, das ist kein Skatolo und keine Bombe. Und das ist auch nur ein Schlüssel. Und das war eine Fliege.